Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations, Part 58 von mir auf 94. Im letzten Part haben wir 1000 Ampere für nur 3 Blumen bekommen. Ja, ich habe wieder angefangen, die Dinger Ampere zu nennen, weil ich mir diesen blöden anderen Namen mit A nicht merken kann. Und ja, jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu den... zu der Buchmission. Und... ich weiß überhaupt nicht, wie, was und warum ich jetzt weitermachen soll. Nase kratzen. Aha, so kann man nicht laufen. Ach, blöd, Mann. Und ja. Ich versuche jetzt einfach nur so, nur ganz, ganz viele Missionen fertig zu kriegen. Damit... warum gehst du nicht einfach an der Seite dran vorbei? Damit... ich das Spiel schnell beendet bekomme. Ach komm, jetzt sag mir nicht, du kommst da wieder nicht hoch. Gott, du bist so doof, Junge, ne? Hoch da. Also das hier mit diesen Türen müssen sie auch noch irgendwie verbessern, dass er da besser hochkommt. Haben wir schon mal zwei Fehler entdeckt. Einmal, dass wir keine Fallschirme haben, nachdem wir uns ausloggen. Und einmal, dass er hier an diesen Türmen nicht wirklich hoch kann. Zeichen und Symbole, Teil 3. Niccolò Polo hat ein Buch in der Nähe der kleinen Hagia Sophia versteckt, das Hinweise zum Versteck des eines Masyaf-Schlüssels enthält. Benutzen Sie die Polo-Symbole, um es zu entdecken. Keine volle Synchronisation vorhanden, also können wir nur gewinnen. So, ich denke mal... ist da, warte, das ist doch bestimmt eins in der Nähe. Die wollen mich doch nicht so weit laufen lassen. Sag mir nicht, dass das da hinten. Boah, du Arschloch. Will der mich echt so weit laufen lassen? Du Lümmel. Und runter. Meint ihr, Ezio wäre sauer, wenn man während eines Todessprungs, wenn er gerade so mit dem Rücken bereit ist, in den Heuhaufen zu fallen, einfach mal einen Fallschirm ziehen? Aber hey, geht ja nicht, wir haben ja keine. Nein, man kann ja nicht alles haben, ne? Nervig. Ja. Und schon sind wir da. Ging ja einigermaßen schnell. Relativ, alles ist relativ. Metallarsch. Irgendwie erinnert mich die Maske so ein bisschen an Skyrim. Skyrim fand ich scheiße. Mit dem Teil haben sie mich auch verloren. Diese ganzen neuen Spiele, die rauskommen, sind einfach... nee. Muss nicht so. Mädchenturm freigeschaltet. Das heißt, das wird wohl jetzt wieder eine Mission sein, wo wir... in so Katakomben rumklettern müssen. Und warum ist die Musik so laut? Ha! Perfekt. Ich schwöre, ich bin auf eurer... Jo. Einfach weiter. Mit den Festen, da kümmern wir uns überhaupt nicht drum. Mir wurde halt gesagt, das ist total scheiße, wenn die Festen angegriffen werden. Bisher hatte ich jetzt das Glück, dass das nicht kam. Oder ich war einfach zu blöd, das einzustellen, dass kommen kann. Das denke ich mal eher. Und runter. Und stopp, stopp. Ach man. Oh. Und ja. Hey, hier solltet ihr nicht sein. Geht! Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Muss jemand anderes gewesen sein. Nee, ist niemand anders. Ich kann dir sagen, wer das nicht war. Der Typ, der dich gerade anfällt. Oder die Typen. Ach ja, das ist so gut. Alexandra ist steht unter Kontrolle der Assassinen. Alexandra. Hm. Alexandria. Whatever. Ach ja, stimmt. Und ich wollte ja eigentlich die... Ich wollte ja eigentlich die Dingens machen. Wie heißt es? Muss ich hier rein? Die Insel. Das letzte. Nö, muss ich nicht. Einfach nur in den Hafen. Außerdem kann ich da gar nicht rein. Das ist gar nicht das, was ich dachte. Hopp.
Und ja. Hühü, noch mehr Assassinen. Oh, einfach mal vor ihm gespawnt. Richtig assig. Hallo du, du hast mir die Mission? Dann halt nicht. Fahren wir jetzt eine Woche irgendwo hin, oder was ist jetzt? Was geht denn? Ist das das mit der Druckerpresse, oder wie? Ja, ein schönes Haus. Kannst du aber nicht aufnehmen. Vor allem, weil es da so gewittert. Hat man ja letztens bei mir schon gehört. Ja, nice, die Katakombe. Mädchenturm. Ein Hinweis der Polo-Bücher führt jetzt hier zum Mädchenturm. Es steht ja wirklich Mädchenturm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Vor Synchronisation beschaffen Sie den Massiv-Schlüssel, ohne ins Wasser zu fallen. Na super. Das heißt, das Level wird voller Wasser sein. Und es gibt was zum Lesen. Mädchenturm. Und ich sollte vielleicht so langsam mal wieder was essen. Warum nehme ich eigentlich immer hungrig auf? Bin ich eigentlich doof oder was? So. Pass auf, jetzt öffne ich die Luke und bin im Wasser. Das da unten sieht wirklich aus wie Wasser, wenn das so glitzert. Die Luke erinnert mich gerade ein bisschen an Bioshock, ich weiß ja nicht. Nein, davon wird kein Let's Play kommen, das mag ich nicht. Einen Weg in die unteren Kammern des Turmes finden. Komm, nehmen wir doch einfach mal das glitzernde Türchen. Nein, 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 geh da nicht rein, sonst bin ich desynchronisiert. Nein, beziehungsweise, oh. BTF, wo ist denn jetzt das Wasser hin? Ach, wir sind so heiß, das verdunstet. Hm. Nein. Weiter geht's, die unterirdische Höhle erkunden. Wehe, es ist auf Zeit. Fuck. Der Satz ist kaum richtig ausgesprochen. Und da geht schon der Counter los. Na super. Stopp, 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 stopp. So. Pass auf, jetzt kommt ihm so ein Wassertropfen auf den Kopf und direkt Synchronisation unvollständig und so, ne? Nicht zu weit steigen, bitte. Okay, es wird schon wieder abgelassen. Passt ja. Ach so ist das. Das ist natürlich schlau. Aber jetzt sind die Steine noch. Soll ich warten, bis sie getrocknet sind? Das scheint so ein mechanisches Ding zu sein. Da gibt es ja diese kleinen, in Anführungszeichen, Springbrunnen. Diese Wände, wo einfach ständig Wasser runterläuft. Piriris geschafft, Dingsi. Und jetzt kommt noch mehr mit Piriris geschafft. Wenn man ein bisschen Zeit gibt. Und springen! Und hey, nicht ins Wasser gefallen. Uhr? 9 Minuten. Zumindest meinte Uhr, es seien 9 Minuten. Ich glaube ihr das jetzt einfach mal. So, wo ist das nächste? Scheiß getimtes Ding. Das Tor geht da nicht auf. Ach, wie eklig. Was? Bin das jetzt ehrlich hier? Ich blick's gerade nicht. Hier? Na, okay. Kann ich das Ding nochmal ziehen? Nein. Okay, schaffen werden wir das wohl eh nicht, aber ich kann mir ja schon mal hier den Weg angucken.
Und ab hier ist es, glaube ich, nur noch geradeaus. Jo. Gehen wir schon mal zurück. Ey. Ja, ist gut. Musst du mir nicht sagen. Ich weiß das schon. Gott, ich dachte, hier unten wäre Wasser. Das wäre jetzt so scheiße gewesen. Stopp. Hier. Es wäre schon geil gekommen, wenn wir das jetzt noch geschafft hätten. So, und jetzt wieder nur noch hoch. Dem Gestöhne von ihm halten wir jetzt einfach mal stand. Denke ich mal. So, und wenn ich dann irgendwann Ratchet & Clank spiele, wird dann halt die Grafikhure in mir nicht so befriedigt sein. Ich hoffe, jeder von euch weiß, was das heißt. Eigentlich bin ich übelst grafiksüchtig, aber... Nee, dann mache ich da meine Ausnahme. Oh mein Gott, der wurde nass gespritzt. Jetzt rostet das Metall und er kann sich nicht mehr bewegen. Und bam, desynchronisiert, weil er da verhungert. So, einfach mal den offensichtlichsten Weg folgen. Ach so, weiter. So, wieder was runterziehen. Dieses mit dem Verrosteten, das sah irgendwie so aus, als wären das Edelsteine. Ich weiß ja auch nicht warum. Ich glaube, ich bin zu sehr wie Mr. Krabs. Ich sehe jetzt schon überall Edelsteine. Ich bin eh geizig, also eigentlich habe ich ja eh kein Geld, das bezahlt alles meine Mutter. Ich habe ihr halt mein Geld gegeben, weil sie bisher wirklich alles für mich bezahlt hat. Und das läuft auch ganz gut. Wenn ich irgendwas haben möchte, dann kriege ich halt das Geld dafür, oder? Ja. Halt mit der TV-Karte, ich meine so zu ihr, ja. Also TV-Karte wollte ich halt eigentlich schon länger. Dann meinte ich halt letztens zu ihr, ja, können wir jetzt die TV-Karte holen? Ja, mach einfach. Voll gut. Überhaupt bei uns ist es so, es gibt eigentlich nie irgendwie Stress. Alles perfekt. Und bam! Jetzt können wir schon nicht mehr ins Wasser fallen. Aber ich wette, Ezio kriegt das trotzdem hin. Was ist das hier? Füllt das ganze Wasser wieder auf und wir sind jetzt direkt knietief. Okay, nein. Aber auch wieder auf Zeit. Fuck, fuck, fuck! Ein Glück, dass da kein Wasser war. Das lässt mich jetzt schon mal nicht ganz so wütend werden. Okay, das Rätsel des Mädchenturms lösen stand da gerade. Bin ich mal gespannt, was das für ein hartes Rätsel sein wird. Action-Kamera. Kann gar nicht mehr stillhalten oder so. So, weiter. Stimmt, das übelste Luschenrätsel. Wenn es überhaupt ein Rätsel gibt. Und? Rätsel gelöst? Wenn ja, dann war es ja echt ein Scheißrätsel. Ja, bestes Rätsel. Gegentreten, dann passt das. Boah, aber wer auch immer diese Mechanismen gemacht hat, der muss es ja mal richtig hart drauf haben. Kann der Block nicht jetzt einfach wieder nach oben fahren? Das müsste doch eigentlich reichen, dann wäre ich doch ganz oben. Stelle ich mich einfach oben auf den Block drauf und fertig. Da lang. Offensichtlich.
So, 15 Minuten sind um. Gut, dass ich ständig auf die Uhr gucke. Jetzt, wo ihr im letzten Part so scheiße überzogen habt. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, ciao.